Meine Süßen, ich weiß, ich bin immer so mehr oder weniger aktiv. Ich versuche mein Bestes, um das zu ändern und aktiver zu werden. Und heute habe ich für euch was ganz, ganz Neues. Das habe ich auf jeden Fall auf meinem Instagram noch nicht gemacht. Und zwar einen Vlog. Ich war vor 2 Wochen, genau, vor 2 Wochen in Paris, um in Paris einen Workshop zu geben bei Waterkiller und habe dann verschiedene Tänzer getroffen, noch verschiedene Sänger und ich bin sogar auf ein Konzert gegangen. Und da ich das sowieso jeden Tag für Daily Cologne vlogge, aber ich auch weiß, dass sie nicht alles reinschneiden können, da ich relativ viel gevloggt habe, habe ich beschlossen, das auch nochmal mit euch hier zu teilen, weil ich einfach glaube, ihr könnt mich dann ein bisschen besser kennenlernen, ein bisschen sehen, was ich auch in meinem Leben so tue. Und ja. Wenn ihr aber allgemein Interesse daran habt, könnt ihr auch gerne mal Daily Cologne euch anschauen. Denn da vlogge ich ja jeden Tag. Und ja, sonst wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Ich war 3 Tage in Paris. Da das etwas lang geworden ist, habe ich das jetzt in 2 Teile gecuttet oder so. Ich bin sowieso nicht der Master im Cutten, das werdet ihr jetzt direkt sehen. Aber ich habe mein Bestes gegeben. Und ja, das ist dann so der erste Teil. Und der zweite Teil sollte dann morgen hoffentlich rauskommen. Ja, viel Spaß! Guten Morgen! Es ist 5 Uhr irgendwas. Ich bin fertig geschminkt. Ja, yes, ich bin relativ gut gelaunt, aber nein, so bin ich auch nicht aufgewacht. Wie habe ich geschlafen? Kennt ihr das, wenn ihr schlaft und ihr wisst ganz genau, dass ihr gleich aufstehen müsst? Und ihr denkt so, okay, wie lange habe ich jetzt noch? Soll ich auf die Uhr gucken? Vielleicht habe ich aber nur eine halbe Stunde. Und ich so, die ganze Zeit bin ich aufgewacht. Und ich so, was ist mein Wecker? Nein, so. Wir haben es geschafft, beziehungsweise noch nicht. Ich muss definitiv noch meine Sachen packen und dann müssten wir eigentlich echt gut in der Zeit sein. Also wir haben jetzt 5:30, glaube ich, und ich muss ja 5:45 raus. Also habe ich noch eine Dreiviertelstunde und geschminkt bin ich ja. Ich muss nur die Sachen zusammenpacken. Bist du klar? Oh, that's recording. Ah. Yeah. Can you introduce yourself in German? In German. Ich habe ihn gefragt, ob er sich auf Deutsch vorstellen kann. Ich liebe dich. And that's it. Okay. Say, ich bin Blacko. Ich bin Blacko. How old are you? Blacko Chocolate Milk Kakum Coco. Whatever. How old 25. Are you? Ich bin 25 Jahre alt. Okay. Good luck. Okay, ich bin? Ich bin? 25. Expensive. You just felt that expensive. I'm like, oh, that's so expensive. Okay, auf jeden Fall organisiert er einen Workshop und wir sind jetzt hier irgendwo. Wir müssen jetzt erstmal was essen. Und dann chillen wir ein bisschen, dann holen wir die anderen Tänzer ab und er sitzt gerade hier und versteht nichts. Do you understand so? Everything. Yeah. Wir sind jetzt gleich endlich an einer Bäckerei. Guck mal, wie süß die ist. So eine kleine Bäckerei. Look. Someone lost one. Kennt ihr das? Wenn jemand, also Schwarze kennen das vielleicht, wenn man Raster hat und sie verliert. Oh, das sieht voll lecker aus. Okay, auf der Kamera ist es nicht ganz lecker. Okay, der Aaron unterrichtet gerade. Danach bin ich direkt dran und ich bin mega, mega aufgeregt. Ich gehe jetzt auf jeden Fall ein paar Mal durch, denn ich will nur diese eine Choreo unterrichten, aber ich habe die halt gestern erst angefangen, beziehungsweise heute im Zug. Deshalb bin ich mir da etwas unsicher. Aber ich will nur die eine unterrichten. Ich habe das richtige Gefühl dabei, aber ich will die auch nicht selber versauen. Auf jeden Fall suche ich mir gerade ein stilles Örtchen. Um dann ein paar Mal durchzugehen. Ich habe jetzt noch so weniger als 20 Minuten.
Aber wird schon, ich bin echt aufgeregt, muss ich ehrlich sagen. Und sonst bin ich nie aufgeregt. Aber ich weiß halt auch nicht, wie die Leute drauf sind. Das Problem ist auch, dass die jetzt kurzfristig die Location wechseln mussten. Das heißt, es sind gar nicht so viele da. Was für mich jetzt aber umso besser ist, denn ja, ich bin schon relativ aufgeregt. Und ich glaube, hier haben wir jetzt ein gutes Plätzchen gefunden. Okay, also ich bin jetzt viermal durchgegangen. Ich habe einmal das Ende nicht ganz hinbekommen, aber ich habe ein gutes Gefühl, es wird gut. Okay, ich gehe jetzt rein. Wir gehen durch die Class. Oh mein Gott, ich muss meine Haare auf jeden Fall noch schnell machen. Denn, guck mal hier. Aufgenommen beziehungsweise nicht gesagt gehabt. Ihr müsst euch vorstellen, in der Klasse war eine Fotografin und sie hat halt die ganze Zeit Fotos gemacht. Ich habe aber von der Seite gesehen, dass sie die ganze Zeit an der Seite mitgetanzt hat. Und dann habe ich sie am Ende gefragt, ob sie nicht einmal mit mir tanzen will, denn ich habe gesehen, sie kann das auf jeden Fall. Und dann war ich voll froh, sie hat ja gesagt und jetzt schaut euch an, wie sie das getanzt hat. Ich habe echt meinen Hut gezogen dafür, dass sie die Klasse ja nicht aktiv genommen hat, sondern dabei gearbeitet hat. Ich weiß nicht, wie sie die Schritte aufgenommen hat, aber schaut es euch einfach mal an. Would you? Jetzt beendet. Erfolgreich. Die Mädels haben das mega gut getanzt. Und jetzt hat mich der süße Daju abgeholt, beziehungsweise der ist vorbeigekommen. Das ist ein französischer Sänger. Hey. Hey. Und der wird jetzt was für mich singen. You wanna sing for me? Yes, I can. Okay. Wait, I wanna... Und er sitzt nur da oben drauf, weil er irgendwo sitzen will. Ich habe gar keine Lust mehr. Okay. You need to sing for me. For you? Yes. Okay. Aujourd'hui, je suis fatigué. T'es regardé dormir. Et si ma voix peut t'apaiser, je chanterai pour toi toute la nuit. Je t'entends dire à tes pinko, Dadju, je peux plus me passer de lui. Tout va glisser sur ta peau, c'est comme si je te passais de l'huile. Et s'ils ne sont pas nous, c'est tant pis pour eux. Et s'ils sont jaloux, c'est tant pis pour eux. Fais-le-moi savoir quand c'est douloureux. Je suis là s'il faut enquêter, c'est pour nous deux. Et je le sais, je te fais confiance. Quand tu me souris, tu fais pas semblant. J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps. Je sais qu'il est temps de partager mon sang. Et t'élever au rang de reine. Au rang de reine, au rang de reine. Yo, that's amazing. Yes. Leute, your turn. Okay. Hey, wait! Wait. Okay, wait. I can't sing. See, you can. No. You can sing. Anyways, hat er nicht mega schön gesungen. Oh my God. Er singt sogar schöner live, als wenn ich mir seine Lieder anhöre irgendwie. Auf jeden Fall müsst ihr den mal auschecken gehen. Daju heißt er. Und jetzt quatschen wir noch ein bisschen und dann gehen wir gleich nochmal in die Classes rein. Bis später. Yeah.
Blackhow muss jetzt für mich mein Ticket morgen buchen, denn morgen machen wir auch was Cooles. Genau, it's actually like, yeah, genau. Und er hat jetzt alle Informationen, meinen Nachnamen, ich habe einen Doppelnachnamen, also Blessed und dann Amisa. Der hat alles richtig eingegeben, jetzt sind wir auf dem Geburtstag. Is it 9? Oder I'm gonna say 16. Ah, okay, I'm done. Er hat 16.06. gesagt. Bitte geht er. Ich habe ihm gesagt, dass es nur eine Nummer ist. Also es muss, it's under 10. Muss ja unter 10 sein. If it's just one number, of course it's under 10. Yeah, that, hab ich auch, that's what I just said. One, just one number? Yes. That's not helping. It's like 5, let's say 5. Yes. Oh my god, that was just a good choice. But I okay. Yeah, it was still good. I'm still proud of you. Oh. I could do better. I could do better. Artists that goes through the world, pray for me. Pay for them song, them play mine, them play for free. So ihr Süßen, was haben wir eben noch gemacht? Nach dem Workshop sind wir alle essen gegangen und ich muss sagen, ich habe mich irgendwann mal so unwohl gefühlt, denn der Blackout hat natürlich dann für alle das Essen ausgegeben und das finde ich auch süß und ich finde, das soll man auch schätzen, aber kennt ihr dann die Leute, die voll übertreiben? Dann haben welche Muscheln bestellt mit dem und dem und dem und dem. Und ich habe mich so fremd geschämt, wirklich. Also ich mag sowas wirklich gar nicht. Aber ich muss sagen, mit den Jungs habe ich mich wieder blendend verstanden. Da war ein Dancehall-Tänzer, der hat eigentlich nur Französisch gesprochen. Ich habe mich voll gut mit dem verstanden, das war so witzig. Und dann war noch ein Crumper aus Deutschland, einfach aus Oberhausen da, einfach bei mir um die Ecke. Und wir haben die ganze Zeit sowieso nur Müll zusammen gemacht. Ich bin dann auch früher gegangen, ich hatte auch gar keine Lust, da jetzt irgendwas zu essen, weil ich mich einfach voll unwohl gefühlt habe. Ich bin so ein Mensch, ich kann essen, wenn ich mich wohlfühle. Auf jeden Fall sind wir jetzt im Hotel und dazu wollte ich euch auch noch was sagen. Und zwar habe ich extra ein Hotel genommen, was nicht 5 Sterne hat und mega schön ist, weil es mir einfach wichtig ist, dass ich nach so einem Tag mit so viel Trubel immer noch merke, wo ich herkomme und wer ich bin und dass ich nicht so ein Püppchen bin, was natürlich manchmal ist das schön, Luxus zu haben, natürlich. Und gerade in dem Moment denke ich mir auch so, ach, eigentlich hättest du auch das. Aber dann denke ich mir, nein, das bist du nicht. Ich bin nicht so ein Luxusmensch wirklich. Ich mag es auch. Oder ich habe das Gefühl, es hilft mir, auf dem Boden zu bleiben. Ich will nicht irgendwie abheben. Und ich habe genug Leute gesehen, die in letzter Zeit abgehoben sind. Deshalb will ich das einfach nicht. Und habe mir gesagt, okay, du wirst immer eine Mischung davon haben. Und für mich ist das auch noch Sache, ich mache die ganze Sache nicht, um reich zu werden, sondern erstens, weil ich mega Spaß dran habe und weil ich gerne Sachen mit Menschen teile. Und für mich ist es einfach nur wichtig, nicht, dass ich Geld habe, sondern meine Familie, dass es denen gut geht. Und ich muss da nichts zum Fenster raushauen. Lieber spare ich auf einen Urlaub mit meiner Familie hin, als dass ich jetzt für eine Nacht in Paris 300 Euro oder so ausgebe. Was wir morgen früh machen, beziehungsweise was wir morgen machen, das seht ihr in der nächsten Folge. Und zwar morgen, denn das will ich euch noch nicht sagen. Okay, also wünsche ich euch jetzt eine wunderschöne Nacht und dann sehen wir uns morgen. Schlaft schön! Ja, das war dann auch schon mein Vlog. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und dass ihr auch noch Interesse habt, dann zu sehen, was ich morgen machen werde, beziehungsweise was ich an den folgenden Tagen in Paris gemacht habe. Ich kann euch schon mal sagen, wir haben ein paar Tänzer auf den States getroffen und sind auf ein Konzert gefahren. Deshalb lohnt es sich auf jeden Fall reinzuschauen. Und ja, sagt mir mal, ob ihr sowas allgemein öfters sehen wollt. Dann würde ich das auch gerne für euch manchmal zusammenschneiden. Sonst, wie gesagt, könnt ihr immer bei Daily Cologne reinschauen. Das mache ich da täglich. Und was wollte ich noch sagen? Ach ja, die Videos zu meiner Skin Routine und zu meinen Zellen kommen definitiv noch bald raus. Wirklich, ich habe es im Kopf. Ihr habt ganz oft nachgefragt. Ich habe es nicht vergessen. Okay? Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Lasst mich wissen, ob ihr sowas öfters sehen wollt. Und dann sage ich tschüss.